Hallo und herzlich willkommen beim neuen Dragos News. Ja, ich fühle mich extrem cool. Also, es geht mir einfach sehr, sehr gut. Boah, es ist einfach so, ich werde endlich mal geliked, ich bekomme Kommentare über richtig viel. Ich werde Sachen gefragt in den Livestreams und so Sachen und die Livestreams sind endlich auch beliebt. Die Leute haben gemerkt, dass ich sehr gute Livestreams mache und so. Und schauen mir auch zu. Und das finde ich einfach richtig cool. Also, liebe Damen und Herren. Ich sage das momentan sehr gerne, weil ihr wirklich Damen und Herren seid. Ihr seid nicht nur Schüler oder, ja, Lehrer. Ja, einfach Leute, die arbeiten oder in die Lehre gehen. Sondern ihr seid richtig coole Leute und gute Kollegen. Vor allem die, die auch auf dem Server sind in Minecraft. Und für alle anderen empfehle ich euch, kauft euch Diablo. Kauft euch. Zu Diablo kommen wir dann später. Kauft euch Minecraft und kommt auf den Server. Es macht richtig viel Spaß. Es ist also viel Rollenspiel und viel Strategie natürlich auch noch. Ihr müsst ja nicht survivalen und wenn ihr euch gut benehmt, könnt ihr auch Kreativmodus haben und dann halt auch irgendwas Lustiges machen oder sonst was. Aber ja, auf jeden Fall geht es dem Server extremst gut. Und das sehe ich auch im Livestream natürlich, der jeden Abend um 18 Uhr bis 20 Uhr geht. Und ja, kommen wir zuerst mal zu Minecraft. Das Singleplayer Let's Play muss ich leider sozusagen abbrechen. Weil es macht schon riesigen Spaß, aber ich komme nicht dazu, immer wieder zu switchen. Ich kann das Game nicht immer switchen, weil ich muss ja auch die Mods und so Sachen dann immer wieder raus tun und dann wieder rein und so weiter. Weil ich will ja auch Optifine benutzen, ab jetzt eigentlich. Deshalb sage ich jetzt einfach mal dazu, dass ich das Let's Play einfach mal in den Multiplayer verlagere, wenn das 1.11 auf dem Server ist. Und ich tue ja im Livestream Let's Play sozusagen schon. Also viel wird sich ja nicht ändern. Ist ja auch gut so. Ja, und außerdem Path of Exile, da werde ich schauen, da kann ich wahrscheinlich nicht so viel livestreamen. Ich werde aber schauen, dass ich diesen Charakter und einen neuen Charakter recht gut nebenbei einfach ein bisschen levele. Ja, wenn meine Videos hochladen und so weiter. Und wir dann schauen, wie oft ich kann. Wenn ich um 10 Uhr abends noch genug fit bin, ich mache ja so viel Sport, das ist Wahnsinn, dann kann ich zeigen, ja. Ab sonst nicht, weil um 20 Uhr kommt wahrscheinlich jetzt dann Titan Quest, weil ich um 14 Uhr nicht so viel Zeit habe, werden wir das wahrscheinlich auf den Abend verlagern, damit wir einfach das Titan Quest Let's Play mit Elektrobrand ja, spielen können. Hä? Das alles im Livestream und natürlich danach als Video. So, dann kommen wir zu Diablo 3. Das macht auch richtigen Spaß momentan, aber ich muss einfach sagen, dass ich zwischendurch jetzt leveln und ja, Greater Rift Case und so Sachen suchen muss. Und ich mache dann die Greater Rifts und zum Beispiel eben diese Überbosse und so weiter mache ich dann im Let's Play. Hä? So, dann kommen wir zu Dungeon Siege 1. In Dungeon Siege 1 habe ich momentan extrem viel Spaß, da kommen sicher viele Parts in nächster Zeit. Aber ich muss eben schauen, wie viel ich schaffe pro Tag. Es kann sein, dass wirklich nur ein Part, also Fraps Part kommt und die anderen halt im Livestream oder gar nicht oder so. Weil ich habe so wenig Zeit zum Hochladen. Weil ihr nehmt ja auch viel Zeit wegen den Livestreams ab. Aber ich will ja euch Livestream zeigen. Und deshalb, ja, tue ich natürlich eben ja so wenig von Fraps Let's Plays machen.
und eher auf den Livestream konzentrieren. Es macht sowieso mehr Spaß, oder? Wenn ich dann danach Kommentare und so beantworten kann, die übrigens ein paar richtig oft machen, Dankeschön dafür. Und ich habe wieder 3 Abonnenten bekommen, jetzt habe ich nur noch 5 und dann bin ich auf 500 abgekommen. Das ist mal ein Meilenstein, oder? Dafür habe ich so lange gebraucht und ich bin richtig stolz, aber dafür darauf. Weil eben, ich wurde nie gefunden. Meine Leute haben nie YouTube geschaut und da wurde ich nie noch mehr Kollegen gefunden. Es war so ein riesen Teufelskreis, versteht ihr? Also machen wir weiter mit Planet Centauri. Das kommt wahrscheinlich recht selten, weil ich eben ganz viele andere Projekte habe, aber es kommt, gell? Und ich hoffe, ich vergesse nichts. Ja, sonst ist eigentlich nur noch Champions of Regnum. Da muss ich wirklich schauen, gell? Da werde ich wahrscheinlich öfters livestreamen, aber im Moment nicht, wenn ich so extrem, ja, vorwärts machen muss im Fußball, hä? Also, dann werde ich hart trainieren. Ich werde richtig schwer im Fitness trainieren. Ich gehe ins Fitness und mal schauen, hä? Wie es geht mit den Livestreams natürlich. Das kann alles sein, also es kann alles passieren. Versteht ihr? Also, es kann wirklich mal sein, dass ich nur noch Minecraft bringen kann. Weil ich ja den Server auch, ja, mehr, ich muss sehr viel kümmern um den Server. Cedric hat fast keine Zeit. Und der ist wirklich eigentlich nur für den Ding zuständig. Für das technische Zeugs. Damit ist er auch dann der Teufel. Der Corona kümmert sich um das Technische immer. Und das sieht schön aus, ne? Der Owner tut sich halt um die Community und so kümmern natürlich. So, ich habe hoffentlich nichts vergessen. Die Vlogs kommen dann einfach so Januar, Februar, gell? Tut mir leid, dass die noch nicht jetzt kommen können. Aber dann werde ich auch alles zeigen, was ich so mache. Natürlich auch ein paar Geheimnisse erzählen und so über mich. Und vieles machen, Abenteuer und so Sachen erleben. Und so weiter. Also, das wird richtig cool, die Vlogs. Sicher auch irgendwie so ein bisschen Minecraft verarsche oder Action-Rollenspiel verarsche. Ah ja, da fällt mir ein, GTA Online, da werde ich mit Cedric aufnehmen. Im Livestream. Und aber immer nur, wenn er Bock hat oder jemand anderes sogar Bock hat. Zum Beispiel Backware. Oder jemand, der einfach das Spiel noch hat. Also, das war eigentlich alles. Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Dragos News oder einem anderen Video. Tschüss.